Digga, was hat er gegen Deutschland, Mann? Digga, beleidigt er mein Deutschland, Mann. Am Manaske. Hallo? Einen wunderschönen guten Abend, Coach. Guten Abend, einen wunderschönen guten Abend, ja? Mit ganz vielen Blümchen und Schmetterlingen. Und zwar, ich möchte mich bei dir bedanken, weil ich Bist du, habe aus welchem Land kommst du? aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Was hat das mit uns Deutschen zu tun hier? Eigentlich gar nichts. Ja, warum hast du überhaupt Internet? Und warum erreicht er uns Deutsche? Also, wie meinst du? Warum siehst du nicht irgend so ein Fränkle aus der Schweiz? Ich komme Ich nicht ganz sehe in. doch auch keinen Schweizer TikToker. Wieso siehst du mich? Weil ich dich feier. Ich finde dich sympathisch. Nein, du verstehst nicht, was ich meine. Also ich scroll ja auch so TikToker. Ich sehe keinen Schweizer. Wieso siehst du uns? Ja, hast du recht, hast du recht. Ist was dran. Nee, aber komisch, Mann. Ja, erzähl mal lieber, erzähl. Und zwar habe ich mal vor 2 Wochen dich gefragt für so gute Rückenübungen. Und die habe ich durchgesetzt und Ja. ich sehe Fortschritte. Und ich möchte mich bei dir bedanken, dass das so gut klappt. Dankeschön, mein Lieber. Dankeschön, mein Schweizer Freund. Dankeschön. Und ja, Ja. ich wollte mich nur bedanken und ich wünsche noch ein schönes Ramadan. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Bist du richtiger Schweizer? Ja, ich bin schon richtiger Schweizer. Und du wünschst uns Muslimen einen schönen Ramadan. Ja, ich finde die Religion muslimische ganz schön. Ich habe ganz viele muslimische Kollegen. Ich feiere das voll. Weißt du, was für ein Gefühl ich habe? Auch die Deutschen feiern jetzt Ramadan. Und die Schweizer auch. Wisst ihr, was für ein Gefühl ich habe? Macht einer ein Herzchen rein. Ich habe so das Gefühl, alle, die uns gehasst haben, kurz vorm Weltkrieg, sind alle nett zu uns. Ey, Muslime sind derbe korrekt. Derbe korrekt. Ich habe so das Gefühl, die haben Angst, dass wir alle ausbeuten, kurz vor dem Weltkrieg. Ja? Der dritte Weltkrieg ist vor der Tür. Ja? Ihr wisst schon, ne? Wie heißt das, wenn man die Türen eintritt und so, wenn man durchdreht überall? In der Stadt? Ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Ja, irgendwie auch so mein Nazi-Nachbar, total nett zu mir so, ja. Ja, plündern, genau, ja. Plündern. Hey, nicht uns plündern, ja. Wir haben eine riesen Villa, aber ich habe immer Muslime gefeiert. Ja, und dann stehen da 6 Maskierte, so schlecht gelaunte Jugendliche. Ja, und ich habe so das Gefühl, die Schweizer und Deutschen, die lernen ganz schnell jetzt muslimische Suren auswendig, ja. La ilaha illallah. Ja, ich schwör's dir, wenn dritter Weltkrieg kommt, wenn wir plündern alle zusammen, ja, können die alle, wenn runtergehen auf die Knie, Gebetsteppich an der Tür, ja, wir sind auch Muslime. Mit operierten Lippen und so eine Sabine. Ja. Mein Lieber, vielen, vielen Dank. Dankeschön, ja. Schönen Abend dir noch. Ciao, Dankeschön, dir auch, ciao. ja. Grüße in die Danke, Schweiz. ciao, Ja, Grüße ciao. in die Schweiz. So. Der schreibt Arafat Abu Chicken bitte raus, ja? Das ist überhaupt nicht witzig, ja? Überhaupt Hallo, nicht witzig. Cracky. Hallo, Nedo, hallo. Wie geht's dir? Spielt im Geschäft keine Rolle, ja? Kosovo ist Serbia, bitte raus. Raus mit ihm, ja? Dankeschön, bitte raus mit ihm. Sehr, sehr peinlich. Stell dir eine Frage, mein Lieber. Und zwar, ich habe Probleme mit meiner Brust. Und zwar, ich trainiere die, ich habe auch sehr gut Kraft. Bei Kabelfleiß mache ich zum Beispiel 15 Kilo und alles. Ja. Aber meine Brust hat nicht die perfekte Form. Die ist so lapprig. Das ist kein Problem, einfach weiter trainieren. Also, und alle ein Herzchen rein, ich schwöre es euch, ne? Meine deutschen Freunde, von Montag bis Freitag. Nein, 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 krieg, 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 krieg. Freitag, sobald sie nur an einer Bierdose nur riechen, vorbeigehen. Wuhu, Afrika, Senegal, Afghanistan, wuhu, alle Ausländer rein hier. Sonntagabend fängt schon an. Ja, sofort. Bep, bep, AfD. Ja, haben die recht. Haben die recht. Muss weg, ja? Ja, die Abu Chakas. Warum sind die überhaupt noch hier, Schatz? Warum sind die überhaupt noch hier? Dann Montag. Raus mit denen! Dienstag. Raus! Ja, Mittwoch siehst du deinen netten Nachbarn, ja? Auf einmal AfD mit in der Gruppe, so mit schwarzer Jacke. Donnerstag fängt schon an. Zieht er schon rote Jacke an. Freitag entspannter, ja? Dann bei Alkohol sofort. Ganz komisch, Mann, ja. Kulturoffenheit in Deutschland, sobald sie nur in Warsteiner Dose sehen, ja.
Sofort, ja. So fängt schon an, so Freitag. Genau Freitag, 0 Uhr, ja. Thomas Schmidt will gerade so ein Afrikaner ab, Dings hier. 0 Uhr. Beep, 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 beep. Okay, jetzt mag ich Ausländer. Party! Ganz komisch, Mann. Ganz komisch, ja. Ganz, ganz komisch. Ja. Weltoffen, von Freitag bis Sonntagabend, ja. Und, Ist Papa, so. wo warst du? Ja, ich war in so einer geilen afrikanischen Bar, ne? Richtig abgegangen. Papa, Mann, du bist doch ein Nazi. Nee, du nicht, ja? Schläft dann seine eigene Kotze ein, Montag, der alte Nazi wie vorher. Nee, du stell deine Fitnessfrage, mein Lieber. Einfach trainieren, Digga. Wenn die Brüste nicht gut sind, Butterfly, alles durcheinander trainieren. Ich kann das ja nicht sehen, wo dein Hangaround ist. Ich habe jetzt mich ein bisschen rumgehört und die meisten sagen, es liegt an der unteren Brust, dass die nicht Ja. stabil ist, Das aber ist Quatsch. die ist Einfach. relativ. Nein, nein, nein. Die Brust ist ein Muskel. Das ist ein Muskel. Das ist ein Muskel. Nur die Fasern verlaufen eben anders. Ja, da Mittel, da oben und unten. Aber das ist ein Muskel. Ja. Was wäre so die perfekte Übung, um. Einfach weiter trainieren, Mann. Okay. Abwechslung reinbringen. Obere Brust trainieren. Hauptsächlich. Das heißt, nicht mehr Flachbank und das ist dein Problem, sondern Schrägbank. Schrägbankdrücken. Schrägbank Multitower 6 Wochen lang und die Stange hier kommen lassen. Schlüsselbein auf die Höhe. Okay, Wirst du sehen, okay. was passiert, ja? Ich melde mich in 6 Wochen, ich höre auf dich. Mach das. Also, Schrägbank erste Stufe oder zweite nimmst du, ja? Dann die Stange runterkommen lassen bis zum Kehlkopf am besten. Okay? Okay. Und pass auf, wenn du das machst, alle ein Herz rein. Das ist so hässlich, wenn Leute vorne geil aussehen, hintere Schulter ist nichts. Das sieht von der Seite scheiße aus. Immer nimm dir zwei Gewichte, okay? Warte. Hörst du mir zu? Ja, klar. Ja. Nimm dir zwei Gewichte. Guck mal, nimm dir zwei Gewichte. Siehst du das? Ja. Lass die Arme runterhängen und nach oben. Nach oben. Einfach nach oben, okay? Okay. Für die hintere Schulter. Immer zwischendurch, statt Pausen zu machen. Immer. Hinter. Runterhängen lassen, ganz einfach. Doggy, so, ne? So wie Nimka durch ihr ganzes Leben geht. So, nach unten runterhängen lassen und nach oben hoch. Hintere Schulter. Hintere Schulter, immer, immer machen, immer. Ist für Rücken und hintere Schulter gut, ja? Okay, alles klar. Alles klar, mein Lieber. Also, Brust nur noch Schrägbank. Nur noch die Stange hier runterkommen lassen. Dann Okay? danke ich dir Alles klar. und Bis schöne später. Grüße an Arian. Ciao, ciao. Dankeschön. An wen? An was? An Aria? Markus macht die auf Schrägbank. Kann man auch machen, ja? Markus ist auch fast tot. Hallo? Oh Hallo? nein, ich wusste gar nicht, dass du mich hochnimmst. Bitte schrei mich nicht an. Ich schreie dich nicht, aber warum soll ich dich anschreien? Ja, weil du eigentlich immer so machst. Ich wollte eigentlich nur ganz Nein, lieb das stimmt nicht. Erstmal guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Wieso sollte ich dich anschreien? Ja, also, weil ich jetzt die letzten paar Minuten nur so gesehen habe. Ich wollte eigentlich Nein, nur ganz, ganz lieb aber du mit musst auch die Menschen. dir. Nein, aber warum schiebst du das auf mich? Die Menschen, das Ja, Publikum ist ne. schuld, ja? Ja, voll verständlich. Aber ich wusste gar nicht, dass ich jetzt so schnell hochkomme. Nee, ich nehme dich gerne hoch. Also kommst du aus Schweiz? Also, ja, also ich bin halb Schweiz, halb Deutsch. Ich bin hier in Lörrach geboren. Ja, also Kultur pur. Ja, halb, Ja, halb. sehr schön. Hattest du schon mal einen ausländischen Freund? Ja, libanesisch. Das lief sehr schlecht, ne? Ja. Das ging richtig nach hinten los, ne? Das ging richtig nach hinten los. Das Aber war ich der hab. letzte Manuelsen, ne? Ja, also ich habe es Ja. 3,5 Jahre probiert, aber es Immer wieder, ne? Immer ganz wieder. Ja, die verändern genau. sich einfach nicht. Nein, Das ist es ist einfach, das ist letztendlich einfach so ein Pack. keine Chance. Ja, einfach untreue Seelen sind das. Ganz genau. Ja, aber so zum Flirten am Anfang ist alles gut, ne? Ja, am Anfang, aber Da so sind nach sie die drei Romantiker, Jahren nett und meine Chance. immer Tür aufhalten, Ja, ganz alles genau. bezahlen und nett und höflich, ne? Aber Ja. dann, nach so circa 1,5 Wochen, kommt schon die erste Lüge auf, ja?
Ja, also ich Da habe wird es das gar nicht Handy erst gemerkt. verstärkt, das Handy wird Okay, ja. verstärkt. Es kommen Genau. Wahrheiten, Gerüchte ans Licht. Ganz genau. Und kann ich mal das Taxi zahlen? Und ich habe da Genau. mein Geldbeutel verloren. Richtig, richtig. Ein ganz, ganz abgebrühter Typ ist das, ja. Ja. Und Aber dann er wird, sieht so aus. und dann versucht man auch immer wieder und wieder, versucht er anzudocken, ne? Ja, eben, aber Manipuliert auch, ja. intensiv. Manipuliert auch. Voll. Völliger Voll. Manipulator, ja. Ja. Würdest du von dir behaupten, dass du Nazi bist? Ich? Ja. Nein, 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 nein. Also ich finde immer, Mensch ist Mensch, aber ja, wie gesagt, da will ich nicht groß was dazu sagen, weil nicht, dass ich, ja. Wie alt bist Also du? nein. Wie alt bist du? 35. Okay. Hast du Kinder? Nein. Willst du mal welche haben? Nein. Oh, super Leben. Ja, geil. Das hört sich nach Abenteuer Ich an, habe ja? Hunde und Pferd, das reicht. Oh, okay. Okay. Wildes Leben, wildes Leben. Ja. Du weißt, dass man davon sterben kann, ne? Wenn das Pferd sich einmal zu doll bewegt. Ja. Lieber so. Lieber so als ein Menschen, oder was? Also, ganz genau. Ist das ein männliches Pferd? Dann weiß ich, in was ich investiert habe. Ist das ein männliches Pferd? Ein Wallach, ein kastriertes Pferd, also ein kastrierter Hengst. Aber funktioniert noch bei ihm, ne? Ne? Ja. Also zum Reiten schon. Aber wie gesagt, ein kastrierter Aber Hengst. wie liegt er Das dann heißt Eier umgedreht ab. zum Reiten? Wie bitte? Das heißt Eier ab, aber man kann ihn ganz normal reiten. Also ohne die Bälle kann man trotzdem Cojones, reiten. Cojones. Ja. Oh, also es funktioniert ohne die auch. Ja. Also alle, die reiten, die wissen wahrscheinlich, was ein Wallach ist. Ich weiß auch, was ein Wallach ist. Also, spätestens jetzt. Und also dein Liebesleben teilst du also mit dem Pferd? Nein, 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 Okay, nein, okay, nein. okay, okay, okay. Das ist offen. Also offen Ja. mit dem Pferd. Nein. Komplett offen. Komplett offen. Ja, also Also das Pferd gönnt sich, sagst du. das Pferd gönnt sich. Also, dass du so offen bist, Machst mich verlegen. Ich weiß gar nicht, was ich antworte. kann dich nicht, nur Pferde können dich verlegen machen, nicht ich. Ich bin ein Ja, Mensch. Ja. ja. Oh Gott. Da habe ich ja gar keine Chance. Und noch nicht mal Manuelsen mit seinem. Also, ja. Hat ein Mensch überhaupt noch eine Chance mit dir? Also, warum ist sie weg? Boah, ey, das war eine richtig. Das war eine. Die war. Boah.